Hallo meine Lieben, heute gibt es einen sommerlichen Spargel trifft Erdbeersalat. Super, super lecker, ganz einfach zubereitet, ein paar Minuten fertig und geil zum Grillen. Viel Spaß beim Video und liebe Grüße an Britt. So, let's go. Folgende MC-Produkte brauchen wir für die Zubereitung. Einmal unser Navigenio, den 3,5 Liter Topf habe ich hier und den Audiotherm. So, außerdem habe ich hier eine Hot Pan Prime, eine 24er. Und wenn ihr habt, einen Easy Quick, weil dann könnt ihr die Garzeit halbieren. So, dann haben wir von Lebensmitteln her circa 1 Kilo grünen Spargel. Da habe ich hier 4-mal Frühlingszwiebeln noch, Pfeffer, Salz. Und fürs Dressing hier aufgereiht habe ich Dijon-Senf, so Teelöffel circa, 1 Teelöffel Honig, 3 Esslöffel Orangensaft, 3 Esslöffel weißen Balsamico-Essig und 3 Esslöffel Olivenöl habe ich hier. Außerdem haben wir hier noch ein bisschen frischen Basilikum. Dann haben wir hier Rucola, 100 Gramm circa 500 Gramm Erdbeeren und eine Packung Feta-Käse. Ich glaube 200 Gramm sind das. In der Pfanne versteckt habe ich hier noch Pinienkerne als Topping oben drauf. Werden wir schön anrösten. So, wir beginnen mit dem Spargel, mein Lieben. Und zwar werden wir uns da das Ende wegcutten und ein bisschen schälen. Wenn der Spargel in mundgerechte Stücke geschnitten ist, können wir uns das Ganze in unseren Topf oder in unseren Bräter reingeben. Hier ist es wichtig, erstmal 100 ml Wasser reinmachen, also der Boden sollte gut benetzt sein. Und dann geben wir uns den Spargel rein, auf Automatik, Möhre, 5 Minuten. Das dämpft jetzt vor sich hin, da braucht ihr nichts machen und es ist perfekt gleich. Und in der Zeit werden wir uns die Erdbeeren schon mal vorbereiten, die auch in kleinere Stücke schneiden und mit dem Dressing vermengen. Und natürlich hier den Basilikum nicht vergessen. So, der Pieper ruft, mein Lieben. Ich kann ihn abnehmen. Alles ausdrehen. Ah, sieht das gut aus. Richtig schön grün. Das Ganze muss jetzt abkühlen. Ab in Dressing rein, ein paar Mal umrühren, abkühlen lassen und dann mit Erdbeeren, Rucola, Feta-Käse und Basilikum. Haben wir vergessen, vorher noch rein. Verfeinern. So, bevor wir jetzt doch alles noch verheiraten, die Pinienkerne auch noch mal kurz anrösten und da gehe ich von Stufe 9 auf Stufe 8 und schön ohne Fett einfach ständig schwenken und braun werden lassen. So, in der Zeit verfeinern wir uns hier noch alles. Beste Part des Videos, ich probiere und ihr guckt zu und wie ich diesen frischen Salat jetzt schon feiere. Toll, wenn es richtig schön warm ist, zum Grillen, zum Mitnehmen, in ein paar Minuten vorbereitet und lecker. Also Feta-Käse, Spargel, Erdbeeren, passt sehr gut zusammen. Vergesst uns nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Wenn ihr unsere Videos feiert, besucht uns unbedingt auf allen Social Media Kanälen, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Wo sind wir noch nicht? Wir sind überall. Ja. Macht's gut. Jeden Donnerstag 18 Uhr. Ciao, ciao.